Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Warum schreie ich eigentlich, ey? Es gibt Material zu Hause, in der Werkstatt, womit man unbedingt was bauen möchte. Es liegt aber wochenlang rum. Und zwar sind das diese Bretter hier. Die sind auf der Rückseite glatt, also da ist kein Profil drin, wie bei denen hier. Das Einzige, was hier mich stört, sind Nut und Feder. Und natürlich auch die Oberfläche, die ist bedruckt. Das alles muss erstmal entfernt werden. Wir haben unsere zwei Bretter, woraus wir jetzt eine große Platte, ein großes Brett machen wollen. Dafür setze ich Flachdübel ein. Drei Stück sollten reichen. Bretter einmal an drei Stellen markieren. Machen wir hier eine Linie in der Mitte. So. Diese Markierung hier, die wir, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die Markierung setzen wir jetzt bündig und dann wird das Ganze gefräst. Ich habe bei meiner Leimflasche die Düse vorne sauber gemacht, da kam ja kaum was raus. Kommt der Leim so schön locker aus der Flasche. Wenn wir jetzt zu viel Druck auf die Platte geben, dann kann es sein, dass sich das so nach oben biegt oder sich nach oben bewegt. Und dafür habe ich diese Klötze vorbereitet. Von den Gärungen her passt das, es ist alles soweit im Winkel, aber was mir jetzt nicht gefällt oder was ich noch anders machen könnte, ist die Platten, das Material etwas schmaler wirken zu lassen. Und dafür gibt es ja diese Schweizer Kante. Da geht man nämlich hin, macht hier einen 45-Grad-Schnitt rein und diese Sichtkante, wenn man da drauf schaut, sieht das Ganze etwas schmäler aus. Natürlich, wenn man jetzt drauf schaut, wird man die Gesamtdicke sehen, aber das lässt halt das Ganze etwas filigraner, vielleicht etwas schöner aussehen. Okay, dann gucken wir mal, ob das so halt passt. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Wenn wir sehen, wir haben jetzt nicht nur hier die Gärung gemacht, sondern auch nach innen 45 Grad. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Bis der Leim trocknet für die Rückwand, können wir hier schon mal am Korpus die Fräsung machen, da wo die Rückwand nachher reinkommt. 13 mm Materialstärke von der Rückwand werden 10 mm ungefähr bis zur Mitte, bis zur Hälfte, werden wir reingehen.
An der Stelle werden beide Seitenwände zusammengelegt, um mit einem Durchgang beide Nuten zu fräsen. Leider habe ich durch die Gärung gefräst, was am Ende geflickt werden musste. Gärungen verleimen. Das ist immer wieder so eine Herausforderung. Was mir jetzt gerade einfällt, ist, ich hätte die Kanten von innen abkleben sollen. Diesen Trick habe ich dem Truppe geklaut. Damit, wenn der Leim sich rausdrückt, dass wir auf der Innenseite nicht rumwischen müssen. Auf der äußeren Seite ist es egal, da wird sowieso geschliffen, sauber gemacht. So. Das muss echt schnell gehen. Während der Leim trocknet, messe ich mal das Innenmaß aus für das Brett. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das 55,2 oder 3 sind. Aber dafür gibt es einen Trick. Zwei Stäbe. Meine Stäbe sind jetzt ein bisschen kurz, aber das reicht trotzdem aus. Schiebt ihr die auseinander, legt es rechts und links an, in der Mitte festklemmen und vorsichtig rausziehen. So. Und dann könnt ihr nämlich den Stab messen. Das exakte Maß 55,3. Ja, das ist wirklich exakt. Das Ganze ist gar nicht im Winkel, oder? Hier passt es. Hier eigentlich auch. Müsste gleich noch mal ein bisschen draufklopfen, dann geht das schon. Okay. Ich werde dem Ganzen doch noch ein bisschen Leim verpassen. Das ist zwar jetzt fest, aber ich will, dass es trotzdem stabil ist. Es muss nicht viel sein. Wie gesagt, es sitzt sowieso ziemlich eng. Also passt genau. Ja, das sieht echt fein aus. Gärungen. Sind die gut geworden? Das schauen wir uns mal an. Ich finde die Gärung ziemlich gut. Muss natürlich alles noch ein bisschen geschliffen werden. Die Rückwand nach dem Schliff auch sehr schön bündig. Das passt alles. Ich habe ja total vergessen, die Kamera einzuschalten. Also geschliffen habe ich das jetzt endlich. Und jetzt kommt der Ölauftrag. Das Projekt ist fertig. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht, den ich leider nicht mehr rückgängig machen kann. Und zwar ist das die Rückwand, die hätte eigentlich andersrum rein müssen. Denn auf der Innenseite habe ich zwei große Macken drin. Das sind Astlöcher.
die wollte ich eigentlich auf der Rückseite haben, weil man die ja sowieso nicht sieht. Die ganzen Fräsarbeiten und auch hier die Gärungen, die Schnitte, die Verbindung, wirklich top geworden. Über das Optische, da kann man sich jetzt natürlich streiten. Ja. Geschmäcker sind halt anders. Der eine wird es vielleicht in die Küche stellen, der andere in die Werkstatt. Oder dann gibt es halt Leute, die sagen, sowas würde ich mir gar nicht bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.